Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Channel. Das hier ist das allererste EAFC 24 Video. Und ich dachte mir, passend zum Start von EAFC 24, also in 2 Wochen ungefähr, steht ja der neue FIFA-Teil an. Und dann dachte ich mir einfach, bauen wir uns einfach ein Starter-Team. Und meine Lieblingsformation, wenn der ein oder andere hier schon mal bei mir in die Streams vorbeigeschaut hat, weiß, dass ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne 4-2-2-2 spiele. Und dann würde ich sagen, bauen wir unser Starter-Team hier. Oh, ja, der ist gut. Matthäus, ey, der ist wirklich gut. Kanté, wie geil. Ja, wir bauen uns ein Weekend League-Team. Ja, alles wieder gerettet. Ich sag ganz ehrlich, ich hab Bock auf Forlan. Ich find, Forlan ist big. Ich find, der ist wirklich big. Ja! Gabi! Let's go! Count auf 2! Ich sehe einfach Brasilien und denk mir, ey, die gönnen eine Karte nach der anderen. Krass, Ismaili. Neymar Junior! Geil! So, und ich hab lange überlegt, mit welchen Ligen ich überhaupt reingehe. Ich sag euch ganz ehrlich, ich gehe mit der Serie A rein. Mit der Serie A hier, Rechtsverteidiger, Di Lorenzo ist eigentlich auch voll gut, finde ich. Aber für mich darf einfach kein Cuadrado fehlen. Ich finde, Cuadrado ist underrated. Gerade zum Start von EAFC 24 könnte er wirklich sehr, sehr gut sein. Auch wenn er nur noch 68 Physis hat. Ich habe das Gefühl, er wird defensiv deutlich besser sein. Deswegen für mich, Cuadrado, schon mal gesetzt auf Rechtsverteidigerposition. So, jetzt machen wir weiter mit den 2 Innenverteidigern. Und das könnte ein bisschen teurer sein. Aber ich sag ganz ehrlich, zum Start von EAFC 24 ist es eigentlich schon gut, wenn man wirklich IVs am Start hat, die auch wirklich ganz gut sind. Die auch wirklich herausstechen, die besser sind als die ein oder anderen IVs. Und für mich ganz klar, ein Kimmich. Ich will den Kimmich unbedingt zum Start von EAFC 24 spielen. Er ist geistesgestört. Ich fand jetzt so gegen Ende von FIFA 23, ich fand einfach seine Special-Karte geistesgestört, die Preseason-Karte. In Real Life ist er sehr geil. Es ist ein talentierter IV. In FIFA funktioniert er eigentlich auch. Und deswegen, ja, der darf nicht fehlen. Für mich ganz klar Kimmich. Ich dachte mir, wenn wir mit der Serie A schon mal reingestartet sind, wieso nicht einfach mal einen anderen IV, der ein bisschen bulliger ist und hinten auch mal ordentlich gut steht. Und dann dachte ich mir, ja, gehen wir einfach mal mit dem Bremer. Weil seine Stats sind echt nicht so bad. Abgesehen von Pass-Stats, okay, die sind nicht so gut. Aber eigentlich brauchst du als IV nur gute Defense-Stats und du brauchst auch guten Pace. Und gutes Pace hat er. Gutes Pace hat er. Und ich würde sagen, der lieber hier auf RIV, oder? Ja, ich würde sagen RIV und Kimmich LIV. Würde ich mal kurz hier so Position Change machen. Aber sonst, prima. Ich denke, das ist ein bulliger IV. Gerade zum Start von EAFC 24 sollte er auch gar nicht mal so teuer sein. Maybe so 8k vielleicht. Bekommt man hin. Und Keeper, für mich muss ein Serie A Keeper rein. Der ist im Vergleich zu den anderen Keepern, glaube ich, gar nicht mal so teuer. Und ist ganz solide. Ist ein sehr guter Keeper. Gerade zum Start von EAFC 24 wird er bestimmt sehr gut sein. Und deswegen dachte ich mir, keinen geringeren als Szczęsny. Szczęsny sehr stark. Bis jetzt immer für mich einer der besten Keeper-Karten, Gold-Keeper-Karten gewesen zum Start eines FIFA-Teils. Und deswegen, Szczęsny, warum nicht? Gebe ich ihnen auf jeden Fall die Chance. LV habe ich lange überlegt. Könnte ein bisschen teurer werden. Aber wieso nicht, wenn wir hier schon mit Bayern-Spieler Kimmich gehen, dachte ich mir, dann darf eigentlich ein Davis auch nicht fehlen. Davis wird safe seine 30k wert sein oder 35k. Aber sobald ich ihn mir leisten kann, werde ich den sofort spielen. Es sind ja meistens 1,5 Wochen oder 2 Wochen noch, bevor die Weekend League startet, ganz am Anfang vom FIFA. Und deswegen, warum nicht Davis, defensiv geistgestört gut, offensiv geistgestört gut, wird wahrscheinlich in den ersten 2 Wochen 30-40k roundabout sein und dann wird er bestimmt, nee, 30k würde ich sagen, und dann wird er wahrscheinlich kurz steigen und deswegen muss man ganz am Anfang diese Karten schon mitnehmen. Und deswegen, sobald ihr euch diese Karten leisten könnt,
holt euch diese Karten direkt aus dem Markt. Ihr macht eigentlich nur Gewinn mit den Karten. Ihr macht mit den Karten nur Gewinn, weil das sind Metakarten. Wenn man die gerade zu Beginn eines FIFA-Teils zockt, jetzt heißt es ja nicht mal FIFA 24, also gerade zu Beginn von EAFC 24 zockt, die werden auf jeden Fall defensiv sehr, sehr gut sein. Und da werdet ihr die ein oder anderen Gegentreffer weniger kassieren. Also machen wir weiter mit den beiden ZDM-Positionen. Und gerade zu Beginn eines FIFA-Teils, also zu Beginn von EAFC 24, natürlich will man gerne dann einen Goretzka spielen. Aber ein Goretzka, na, für ein Starter-Team ist ein bisschen zu teuer. Sag ich ganz ehrlich, der ist bestimmt locker 50-60k wert, ganz am Anfang. Und deswegen dachte ich mir, mag vielleicht dumm klingen, ein Kimmich wird bestimmt auch um die 20, 25, 30k wert sein. Aber den werde ich mir wahrscheinlich eher leisten können. Und deswegen hier, passend zu den anderen Bayern-Spielern, den Kimmich-Link nehmen wir mit. Und Kimmich für ZDM-Position, ich sag, der ist geistesgestört gut. Der braucht nicht unbedingt das Pace. Was Pace angeht, die meisten Karten haben sehr, sehr wenig Pace. Ich denke, dass Pace gar nicht in diesem FIFA-Teil so wichtig ist. Anders als bei anderen FIFA-Teilen. Deswegen haben die bewusst das Pace nach unten gestuft. Natürlich ist Pace wichtig, aber nicht auf allen Positionen. Als ZDM zum Beispiel kannst du auch gerne 70 Pace haben. Für mich käme ich ganz weit vorne. Ja, für das Starter-Team geistesgestört gut. Und da würde ich sagen, daneben darf kein Pogba fehlen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich Pogba finde. De Jong wäre zu teuer, weil sonst wäre ich mit De Jong gegangen. Und da irgendwie noch einen Link zu finden, na, wäre auch nicht so easy. Und deswegen gehen wir mit keinem geringeren als Pogba. Aber Pogba ist hier ganz, ganz, ganz weit unten gelistet. Ah, da ist er ja. Da ist er ja. Ich finde ihn gar nicht so bad. Also wie gesagt, Pace als ZDM ist eigentlich gar nicht so wichtig. Und defensive Stats passen. Auch wenn er nur 62 Defense hat. Ihr wisst, wie sich Pogba in FIFA zocken lässt. Also in den bisherigen FIFA-Teilen. Oder zumindest jetzt in diesem EAFC 24 FIFA-Teil. Ich bin mir sicher, der wird sich bullig spielen lassen. Und deswegen, ich habe den eigentlich, kann ich euch jetzt schon mal sagen, spielen müssen, wegen Chemie. Aber ich finde trotzdem ist Pogba gut. Also den kann man trotzdem zocken. Ist echt nicht bad. So, und dann machen wir weiter mit den beiden Mittelfeldspielern. Und da kann ich euch schon mal so viel verraten. Da gehen wir mit zwei Bundesligaspielern. Hier so LOM sag ich schon. Als ZOM, als linker ZOM spielen wir hier keinen geringeren als, ist ein neuer Transfer, Nkunku können wir uns leider nicht leisten, den müsste ich natürlich auch nochmal verlinken, also wie schon gesagt, es ist ein Bundesligaspieler, aber ich finde den gerade nicht, ich muss nochmal kurz gucken, machen wir weiter mit den rechten offensiven Mittelfeldspieler und da auf jeden Fall kommt ein Bundesligaspieler mit rein, so dass wir auf Full Chemie sind, ja, Musiala passt eigentlich perfekt zum Kimmich, sogar Stronglink sehe ich gerade. Und ja, die sind alle auf Stronglink, die ganzen Bundesligaspieler, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Xavi Simons, geistesgestört gut, ein Youngster, sehr, sehr viel Potenzial. Ich finde seine Stats gar nicht mal so bad. Ich werde bei dem wahrscheinlich eher so, ich werde den so spielen als Torvorlagengeber. Bin einfach gespannt drauf, wie er sich so bewegen lässt, wie sein Dribbling ist, wie sein Pace ist. So, fürs Starter-Team passt es auf jeden Fall. Einen anderen Bundesligaspieler habe ich leider nicht gefunden, der perfekt passt in dieser Formation. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Stürmern. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier weiter mit den beiden Stürmern. Und da dachte ich mir, wir brauchen auf jeden Fall Serie A-Spieler. Wir brauchen auf jeden Fall Serie A-Spieler. Deswegen gehen wir hier einmal Serie A rein. Und da haben wir zwei richtig gute Stürmer, sage ich ganz ehrlich. Hier einmal Philippe Andersen, dann kommen wir hier auf jeden Fall auf Full Chemie. Bremer kommt auf Full Chemie. Und ich denke, als Stürmer kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Für den Anfang 87 Pace, 85 Dribbling, gute Stats. Schießen können ein bisschen besser sein. Aber ihr wisst, man kann Schussstats auch boosten, genauso wie Pace. Und ich finde, die Stats sind sehr, sehr gut. Wenn der einen Inform bekommt, geistesgestört gut, will ich mir nicht ausmalen. Auf jeden Fall mit Philippe Andersen gehen wir hier als rechter Stürmer. So, linker Stürmer habe ich ja schon mal verraten.
ist auf jeden Fall jemand aus der Serie A. Und ich sehe da Muriel ganz weit vorne. Wie jedes Jahr kann man den ganz am Anfang immer schwitzen. Ich weiß nicht warum, der nur 79 Rating hat, aber der hat so gute Stats. Der hat 88 Pace, 85 Dribbling, 80 Schießen und der hat wahrscheinlich sogar bessere Physis als die Stats, die da stehen, 68. Also für mich ist er auf jeden Fall fürs Starterteam perfekt. Und ich würde sagen, also dieses Team würde wahrscheinlich maximal, lass mich nicht lügen, maximal würde ich sagen, roundabout 150k vielleicht. Also ich denke, dieses Team kann man sich auf jeden Fall leisten. Also alleine, wenn du in die Web-App reingehst und da sind noch 2 Wochen, bis die Weekend League startet. Und ganz am Anfang öffnet man ja die Tradable Packs. Und aus den Packs brauchst du nur ein bisschen Glück. Und wenn du nur eine Walkout-Karte ziehst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man vielleicht einen Kimmich zieht, vielleicht einen Musiala. Man bekommt ja zum Start schon richtig gute Packs. Die konnte man sich ja schon zum Ende von FIFA 23 schon ergrinden. Da bin ich sogar übrigens noch ein bisschen dabei. Aber, also ich sag euch, entweder ja Pack-Luck oder ihr zieht halt unendlich viele Münzen, unendlich viele Packs. Und könnt dadurch auch gute Münzen machen. Könnt auch dadurch, ich gebe euch wirklich den Tipp, wenn ihr zum Beispiel Positioning-Karten habt, die könnt ihr vielleicht mitnehmen. Aber vielleicht so, keine Ahnung, so andere Objekte, die, sei es vielleicht Trainerkarten oder Push-Karten, die einfach mal 5k wert sind oder 2k. Am Anfang sind die wirklich ordentlich viel wert. Wenn ihr die gut sammelt, könnt ihr auch diese Karten verkaufen. Und dann könnt ihr damit die ein oder anderen Spieler kaufen. Und ich kann euch wirklich nur empfehlen, zum Start von EAFC 24 solche Karten zu kaufen, wie ein Davis, Kimmich. Ich gebe euch wirklich den Tipp, entweder ihr habt Pack-Luck, zieht was richtig Gutes, zieht eine Walkout-Karte nach der anderen, zieht vielleicht einen Kimmich schon, habt den schon im Verein, könnt ihn vielleicht sogar verkaufen, könnt ein viel, viel besseres Team noch bauen. Oder baut die vielleicht sogar ein ins Team. Oder ihr habt überhaupt kein Pack-Luck, dann öffnet ihr einfach die Packs und verkauft dann einfach random die Positioning-Karten vielleicht. Die sind manchmal auch einfach so 1-2k wert. Oder diese Chemistry-Style-Karten, die sind auch manchmal 3-4k wert. Und wenn ihr das 4-5 Mal macht oder 6-7 Mal ein bisschen überteuerter verkauft, dann garantiere ich euch, könnt ihr euch mindestens eine gute spielbare Karte leisten. Sei es ein Davis für 15k, wird auf jeden Fall machbar sein. Alleine wenn ihr tradet, ihr bekommt es auf jeden Fall hin. Und dann kann man ein Davis dann 4-5 Tage später, wenn ihr keinen Bock mehr auf ihn habt und ihr wollt, keine Ahnung, wollt euch ein viel, viel besseres Team bauen, dann könnt ihr meinetwegen, obwohl er eigentlich schon geistgestört gut ist, könnt ihr die Münzen verdoppeln und es lohnt sich trotzdem. Also der wird innerhalb von 1-2 Wochen direkt steigen. Genauso wie bei Kimmich und bei vielen anderen Walkout-Karten. Kimmich, denke ich, wird sich wahrscheinlich bei 20k, 25k halten. Wird wahrscheinlich nicht so teuer. Einfach weil die Stats, die sind sehr, sehr gut, die sind sehr, sehr solide. Aber ich glaube, durch das Downgrade beim Pace ist diese Karte eher ein bisschen uninteressant. Finde ich. Das Team sieht sehr, sehr nice aus. Ich komme auf Full-Chemie. Ich muss hier eigentlich nicht mehr viel machen. Manager habe ich schon ausprobiert. Manager hier einmal hier Holland und dann hier Bundesliga. Und wir haben Full-Chemie. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Also wie gesagt, so roundabout 150k maybe ganz am Anfang. Aber das kann man sich irgendwie leisten. Vielleicht auch nur 130k. Das hier ist mein Starter-Team. Ist gar nicht mal so teuer. Ich würde wirklich sagen, da sind natürlich ein paar Karten dabei, wie ein Kimmich, Davis. Das sind Karten, die sind etwas mehr wert und die würde man wahrscheinlich noch nicht mal in ein Starter-Team spielen. Schächen die wahrscheinlich auch nicht. Aber ich sage euch ganz ehrlich, so teuer sind die auch nicht. Und diese Coins bekommt ihr so safe ercrafted. Und wenn ihr in der Weekend League sehr, sehr gut sein möchtet und ihr wollt mithalten mit den anderen Gegnern, dann ist es eigentlich wirklich nur vom Vorteil, wenn ihr geistesgestörte Verteidiger habt. Und das haben wir in dem Fall. Wir haben Davis, Kimmich, Bremer ist sogar sehr, sehr gut von den Stats. Quadrado geht völlig klar. Szczęsny ist ein sehr, sehr guter Keeper. Mittelfeld, natürlich kann man auf jeden Fall noch upgraden. Pogba, ein Siemens, sag ich schon. Ein Xavi Simmons kann man auch safe upgraden, genauso wie ein Pogba. Musiala ist gut, Kimmich ist eigentlich gut. Die zwei kann man auch noch die ersten 2 Wochen zocken. Da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber ich sag ganz ehrlich, wenn wir dieses Team zur ersten Weekend League haben,
auf jeden Fall geistgestört gut. Ich denke, damit können wir auf jeden Fall sehr, sehr viele Siege heimfahren. Könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, wie euer Starterteam aussieht. Wir können gerne in den Streams auch maybe drauf reacten. Ich kann gerne eure Teams bewerten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bye.